Ja, Freunde, was geht? Whitey und herzlich willkommen zurück zu Skylanders Imaginators. Und wir machen jetzt, wie gab weiter, letzte Folge sind wir ja eine halbe Stunde in diesem Rattenkönigreich rumgelaufen. Und im Endeffekt haben wir nur eine Trollbrust bekommen. Die goldene Spielhalle. Meine Spielsucht ist natürlich dadurch wieder gemindert, ja, war ich extrem froh gewesen, weil sonst hätte ich weiter gezockt, ja, aber Freunde, ich muss wirklich sagen, ja, das war schon wirklich cool auf jeden Fall, cool, aber schlecht irgendwie, wisst ihr, wie ich meine? Also es war schon cool, aber was man bekam, war schlecht, keine Ahnung. Passiert hier noch irgendwas oder? Noch gruseliger sein? Oder war es das? Heraus. Boah, plus 50 Glück, Alter. Hui. Das sieht noch nicht mal so schlecht aus, ne? Nett. Nicht nur nett, geil. Oh. Ja. Was möchtest du dir denn gönnen? Das sieht doch ganz nett aus, oder? Obwohl, das sieht geil aus. Mir gut. Das sieht geil aus. Boah, sieht der geil aus. Guckt ihn euch mal an, Alter. Sieht der geil aus. Boah, Alter. Verdammt nochmal. Wie ein verdammter Krieger, Alter. Leck mich fett. So. Finde einen Weg hinein. Okay, also illegales Glücksspiel hier auch noch, wa? Du sagtest, wir wären auf der Liste. Ja, hab gelogen. Was solltest du sonst nur? Das mache ich auch. Na, dann raus mit der Spiele. Ein Türsteher. Oh Mann, gibt's da drin eine tolle Show zu sehen. Aber der Rausschmeißer-Typ lässt keinen rein. Ich habe eine Idee. Geh du doch rüber und läute an der Tür. Vielleicht kommt dann jemand Nettes und lässt uns alle rein. Okay. Also bei solchen Sachen muss man immer jemanden kennen, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Und davon muss man dann die Freundin kennen, die da als Serviererin arbeitet. Und die lässt sich dann da rein, würde ich sagen. Das kann doch nicht sein, dass der Rausschmeißer keinen zur Show lässt. Ach, Alter, den nehme ich doch gar nicht für ernst. Da kann man ganz gepflegt gegen mich kämpfen, hier, der alte Rausschmeißer. Ich bin Poseidon. So, seht ihr, vorbei bin ich auf jeden Fall schon mal. Ich komme nun nicht mehr rein. Du stinkst. Hier, Hypnose. Ja, okay, dann nicht. Okay. Denn nicht? Könnten auch mal bald skillen, ne? Brauchen dann hier nur den Seelenstein. Und hier brauchen wir dann auch noch eine Attacke. So, Verbesserung gekauft. So. Hypnose ist jetzt nicht so cool. Nehmen wir mal den hier. Ja. Lebe! Achso, ich muss einen Hebel läuten. Och man, das ist doch doof hier. 20 Fotos und voll. Ah, eine Türklinge. Ich hasse Türklinge. Wie alle Fieslinge. Oh oh, der macht uns platt. Wir wollen doch... Ey, ey, Digga, Digga. Ich hab das doch gar nicht so ernst gemeint. Helfen die mir oder helfen die sich selber?
stets. Ja. Highlander, ich hab dich läuten gehört, du wolltest ja nicht reinlassen. Twigger. Ich bin in diesen Ballon gestiegen. Aber keine Sorge, du kannst mit der Kanone da meine Ballons abschießen. Dann komm ich runter und mach dir auf. Ah, die Kisten nicht. Okay, alles klar. Alles klärchen! Du hast Talent! Und mit nicht verpennt! Ah! So ist es richtig! Kannst du auch meinen Ballon abschießen? Meinen! Ja! Meinen! Geschafft! Und jetzt komm rein zu unserer neuesten Musikshow! Ich bin beschwingt! Was laberst du denn da, alter Poseidon? Poison. Oh, illegale Glücksspiele. Gibt's doch meistens nur in chinesischen Restaurants und im Keller. Nicht? Ich weiß das nicht, das ist nur eine Annahme. 1, 2, 3, 4. Ich singe. Singe in dieser Spielhalle. Au! Wow! Oh, der gute Flügel. Danke, danke. Willkommen in der goldenen Spielhalle, wo man chillen und sein Geld verspielen kann. Ohne gemäßigen Anzug, so wie der alte Saal. So einen Applaus habe ich seit Jahren nicht gehört. Also seit ich mit meinem hinterhältigen Zwillingsbruder Wolfgang gespielt habe. Du hast sicher einen Grund hier zu sein. Und es wäre eine Ehre, dir hier alles zu zeigen. Willkommen in der goldenen Spielhalle. Ein Ort von Reichtum und Ruhm. Apropos, das ist der legendäre Tresor der Spielhalle, wo nur die kostbarsten Schätze und Artefakte liegen. Warte mal, du willst hier einbrechen, oder? Was? Keine Angst, ich hab nichts dagegen. Ich helfe dir sogar. Aber was? Wenn du in diesem Tresor bist, musst du dich zuerst als Spieler beweisen. Mir nach. Ich darf spielen? Nicht, dass ich wieder spielsüchtig werde. Finde das hier. Ey, mach mal auf hier. Ich will die, will der Dinge da haben. Hi! Bei diesem Spiel zu schlagen. Du kannst einen Preis gewinnen und mal mir. Was viel besser ist. Yo. Hol dir den Highscore. Los geht's. Ich hol mir den Highscore. Denn ich bin super gut, ich bin ein exzellenter Gamer. Und da liegt ein Herz. Ich möchte das Herz haben, damit ich wieder zu Kräften komme. Und hier gibt's ein paar Raketen. Wo sind die Gegner? So kann ich den Highscore nie knacken. Boah, da sind aber viele. Hä? Hier ist Kate Roll, Broccoli Guy. Was? Muss mir doch einer sagen, ey. Wo soll ich das wissen? Soll ich mal aus den Finger saugen, ey? So, ich fahr mal eben schnell zurück, ne? Nicht, dass die da schon wieder am Attackieren sind, da wie die Wahnsinnigen. Da seht ihr, die hab's nämlich vor. Da seht ihr, da will er nämlich schon hin zu meinem. Der Affe.
Okay, sieht noch gut aus. Da oben, den muss ich noch einen platt machen. Bleib mal stehen hier, du Fisch. Okay, nur noch 10 Lebenspunkte. Da oben ist ein Herz. Stufe 2, okay. Ja, so weit war ich gerade noch nicht gewesen. Also denke ich mal, werden wir es jetzt auch schaffen. Hoffe ich doch mal. Ja, ist ja eigentlich nur ein Panzer, oder? Einer noch. Bam, Junge. Highscore geknackt, alles klar. Ja, ich will jetzt ja auch nicht unendlich weiter lange weiterspielen. Von mir aus kann ich auch kaputt gehen. Ich will die Story weitermachen. Mal nur noch so lange, bis ich platt bin und dann ist Ende. Hä? Ach. Ja, beenden. So, hol dir den Highscore, hab ich. Ja. Hier ist dein Preis und mein Respekt, den du nicht sehen kannst. Aber glaub mir, er ist da. Wow! Eine Imaginite-Kiste! Wow! Neue Schmetterer-Waffe! Den Schlüssel-Nator. Cool. Ja, dafür spiele ich gerne. Zufolge bist du ganz gut im Kreationskampf. Aber wir vertrauen hier keinen Gerüchten. Also wirst du uns schon selbst zeigen müssen. Alles klar. Ja, aber ich renne doch da nicht eine halbe Stunde in dem rattenverseuchten Loch rum und krieg nur ein Trollrobo, ey. Eine Trollbrust. Ja, ja, bla bla. Bist du nicht der, den ich gerade da platt gemacht hab da draußen, na du alter Stehkämpfer, du? Barbella. Barbella. Exzellent. Yeah. Tide pool. Jawohl. Hätte ich da oben einen hingemacht, dann hätte der mir Hutzickel dahin gepflastert und dann hätte ich schon gar keine Chance mehr gehabt. So kann er jetzt Hutzickel und Taekwondo nur noch nach da setzen und die können nur noch da angreifen. Das heißt, ist vorbei. Ist vorbei, wir haben gewonnen. Das heißt es. Starcast. Aber eindeutig, 7 zu 2, eindeutig. Hutzickel. Okay. Du bist wohl auch ganz gut im Kreationskampf. Ganz gut, Digga, Alter? Aber einen Namen bekommst du nicht. Der ist geschützt. Mein auch nicht. Meiner ist auch geschützt. Nicht übel. Aber wirst du dich auch bei unseren nächsten Herausforderungen beweisen können? Nun, das ist wohl eine rhetorische Frage. Bis ich dir sage, was die Herausforderung ist. Mir nach. Ich spüre den Erfolg. Okay, weiter geht's. Momentchen mal. Reklame oder andere Nerven. Genau, wir spielen erstmal Trollradio. Wir haben einen Gewinner. Hey, wenn du den Sender beim Trollradio ändern willst, hau einfach auf das Ding, ja? So, jetzt hier hoch, genau. Oh, really? Ja, so schnell war ich noch nie in der Schnecke. So, jetzt gib mir was Schönes, gib mir was Schönes, gib mir was Schönes, gib mir was Schönes, gib mir was Schönes. Neue Wächterwaffe. Stachelkugeldoppler, okay. Das ist aber das, was wir haben momentan. Stärker. Was bist du denn? Ja, so hier knackt man Schlösser. Alle großen Spieler an. Sie schießen auf Holzenten mit Sonnenbrillen. Denkst du, du schaffst das? Stimmt. Natürlich darf die Eierschaukel ja auch nicht fehlen. Eierrettung. Benutze den Greifer, um Eier zu retten.
Eilerpfeile. Ja. So. Wir müssen auf Enten schießen, natürlich. Zwölf Enten, juhu! Dann ist er wie auf der Kirmes hier! Verdammt nochmal! Kinderleicht, was? Ja, sehr! Hier, sag mal, bin ich denn auf der Kirmes hier? Bin ich vielleicht ein bisschen zu leicht? Na, ein wenig. Das war wohl zu einfach, was? Na, irgendwo muss man ja anfangen. Der nächste Schritt auf dem Pfad zur Erleuchtung ist, diese Drehziele abzuschießen und die Plattformen abzusenken. Ungefähr so, wa? Komm, ich lass dich runter, Saal. Du schießt nicht zum ersten Mal auf Ziele, um Plattformen abzusenken, oder? Du bist auf dem Weg in den Gewinnerzirkus, Kyle. Ich weiß es Folge nicht. Folge einfach den glänzenden Münzen und hol dir deinen Preis. Ja. Ich hätte gerne einen Seelenstein. Dass du einen Preis bekommst. Cool. Das gibt's ja. Das gab's ja. Wo gab's das denn nochmal? Geld. Alter, Geld. Really, Geld? Wer will denn Geld, verdammt nochmal? Ja, behalt dein Geld. Kein Mensch braucht das Geld von dir hier. Oh, ey, ehrlich. Geld, Geld, Geld. Geld hier, Geld da. Dabei habe ich ein Geldsheet. Und dabei geht es doch viel schneller. Gebe ich dir. Ein Selfie mit einer Berühmtheit. Oh mein Gott. Das gibt's doch gar nicht. Portalmeister. Ab, nee. Alter, ich drück darüber, aber er macht es nicht. Er macht es nicht. Ich versteh's nicht. Ja, ich drück darüber. Ach, hau ab, Mann. Das geht nicht immer. Ja. Die Skylander sind hier stärker. Willkommen in der Plüschplaza. Früher nannten wir sie Verlierergrube, aber heute muss man ja immer politisch korrekt sein. Ich laufe 30 Minuten für eine Trollbrust hier rum. 30 Minuten für eine Troll... Eine Trollbrust. Eine Trollbrust. 30 Minuten. Das glaubt dir doch kein Mensch.